Hallo und sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Repentance. Mir ist aufgefallen, ich sollte vielleicht mein Mikrofon ein Stückchen näher holen. In der letzten Folge, was haben wir da gemacht? Wir haben Tainted Bethany freigeschaltet, deshalb spielen wir jetzt auch mit ihr. Ihr Gimmick ist, dass sie keine roten Herzen haben kann. Dafür kann sie aber sie hier so sammeln, so wie die Soul Hearts bei der anderen Bethany. Dazu hat sie statt einem Spacer-Item eine Fähigkeit auf Q. Das gibt ihr so eine Flamme, die funktioniert wie ein Item. Das heißt, essentiell kann man sich damit temporäre Items holen. Es kann super stark werden. Ich weiß jetzt, ich wüsste gerne, wie ich das Ding freischalte. Aber ich habe noch nicht nachgeguckt. Natürlich gibt es auch normale Items währenddessen, aber das macht bei ihr halt nicht den Großteil aus. Tainted Bethany, Moment. Ich gucke nur kurz nach, in welche Richtung wir gehen wollen mit ihr. Ja. Eigentlich ist alles ziemlich okay. Jedoch habe ich das Bedürfnis, Delirium zu besiegen. Das heißt, wir werden versuchen, Delirium zu besiegen. Wir sollten auch ein wenig aufpassen, dass die Flammen, die wir haben, nicht ausgelöscht werden. Weil, wie gesagt, daran hängen ein Großteil unserer Items. Und das ist, wenn die weg sind, kann es sehr schlecht werden. Jedoch kann es auch sein, dass da sehr schlechte Items für uns rauskommen. Das heißt, es ist eine gemixte Sache hin und wieder. Ich bräuchte eine Bombe. Nicht so eine. Wo ich nicht rankomme. Das ist doch witzlos. Los, Mini-I6. Greift an. Super. Ich nehme hiernach direkt noch eine dritte Folge von etwas für morgen auf. Das heißt, für euch für heute. Weil ich möchte jetzt endlich mal Isaac gemacht haben. Also das Original. Scorpio Poison Tees. Okay. Wir müssen auch noch ein bisschen mehr den Dingsbums machen, den. Wir haben noch keine Bombe. Den Greed Mode. 800 Münzen oder so muss man einzahlen in den Greed Mode Automaten am Ende, um Dingsbums freizuschalten. Greed als Charakter, mehr oder weniger. Der heißt Keeper und ist halt mehr diese Shopkeeper aus den Shops. Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie anders anhöre heute, so psychisch mäßig oder so, weil ich habe das Gefühl, ich klinge anders. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwie krank bin oder so. Ich glaube aber nicht. Ich merke halt nur, dass ich irgendwie anders klinge. Was mich irgendwie besorgt, obviously, aber im Endeffekt, ich merke halt, dass eigentlich nichts los ist und ja, ich glaube, genau das ist der Grund, weshalb ich mir Sorgen drum mache. Ich weiß es gar nicht. Kennt ihr sowas? Schreibt mir mal in die Kommentare. Was ist gestorben? Ach, der Swarm Protector. Na, das geht. Moment, was gab's bei Mother Beth Essence? Was kann das denn? Gucken wir einmal nach. Das ist cool. Mother steht mit ihr auch auf der Liste, nur halt nicht jetzt. Die
irgendwo eine Bombe, an die ich rankomme. Ich glaube nicht. Das heißt, wir müssen den einen Goldraum auslassen. Moment, da ist ein Bagger. Da ist ein Bagger. Los. Gib mir die Bombe. Drecksack. Ah ja. Alles gut. Passt. Traurig. Ich habe zwar gesagt, dass es interessant wäre, freizuschalten, aber es heißt nicht, dass ich es heute machen will. Heute will ich mal gucken, was ich mache. Auf jeden Fall nicht Mother. Mother ist für so einen ersten Run mit dem Charakter ein bisschen viel. Einfach mal Mega-Satan oder so. Das, was ich dafür freischalte, ist nicht besonders cool. Also, das kann man mal machen. Vielleicht komme ich damit auch an. Vielleicht komme ich damit in den Boss Rush. Ich sehe keinen Unlock für den Boss Rush. Das heißt, den müssen wir so nicht machen. Aber Hush und so. Naja, wer hätte gedacht, aber Hush. Ich bin kein Fan von Hush. Ich glaube, das ist offensichtlich. Aber tatsächlich habe ich gerade Lust drauf, Hush zu bekämpfen. Muss halt nur hoffen, dass ich langsam, schnell genug so weit komme. Nicht langsam, what the fuck. Goldräume werde ich nicht auslassen. Wobei Delirium ist auch eine gute Idee. Beziehungsweise wäre. Mal gucken. Delirium gibt nämlich das Buch, das wir da haben, als als Item. Und das klingt mir eigentlich sogar ziemlich gut. Mehr Leben. Gucken wir nach dem Goldraum. Dead Tooth. Je mehr von diesen Flammen wir haben, desto größer. Desto größer ist auch im Endeffekt die Chance, dass wir ja was davon verlieren. Also weiß ich auch nicht unbedingt, wie viel Sinn es jetzt macht, die Items auch zu nehmen. Ich nehme einfach mal an, dass ich das halbwegs gemanagt bekomme. Oh, Gabi's Paw. Ein Item, was komplett sinnlos auf ihr ist. Naja, besser als gar nichts, würde ich sagen. Ich habe das Bedürfnis, nochmal zu gucken, was hier ist. Ich so, jetzt könnte unsere Devil die Chance sinken. Anders als die reguläre Bethany hat Tainted Bethany keine Angel die Chance am Anfang. Ich habe irgendwie sogar das Gefühl, dass es genau wegen dem Soul Heart System ist, was sie hat. Ich meine, wenn es nicht das ist, was soll es sonst sein, ne? Ich habe Schiss davor, dass eines der beiden Items hier Birthright ist. Deshalb nehme ich eins davon mit. Oh, das ist gut. Ich wollte nur mal den Seed festgehalten haben. Ah, stimmt. Ich hab heute versucht, einen Run in Original-Isaac zu machen. Da ist mir aufgefallen, die Larrys können da überleben, ohne dass. Moment. Obwohl ein Segment fehlt. Obwohl sie nur ein Segment haben. Holy shit. Oh, das ist gut. Tour of Hearts. Tour of Spades. Judgment.
Wheel of Fortune. SMB Superfan, das ist gut. Und Mr. Dolly. Gehen wir weiter. Ich überlege schon, wie sie sagen soll. Das ist nicht gut. Bombs are key. Ah, wir haben Bombenstadtschlüssel. Ich habe komplett vergessen, dass Bombs are key das macht. Was traurig ist, weil das im Namen steht, aber interessant, dass es trotzdem passiert ist. Ah, verdammt, ich habe komplett vergessen, dass der Traumcatcher mir gezeigt hat, was für ein Item ich haben könnte. So viel zu Planetarien. Rotten Penny. Ich nehme Rotten Penny mit, bis ich irgendeinen Weg habe, mehr Trinkets mitzunehmen. Das, was ihr da vielleicht gerade hört, ich kann es gerade nicht sehen, weil ich den Browser statt OBS offen habe. Das ist meine Nachbarn. Beziehungsweise meine Großcousine und was wer auch immer da noch ist. Ja, das war eine männliche Stimme, also war das nicht meine Großcousine. Oh nein, das ist ein Superfan, ist weg. Freezer, Baby. Freezer! Ich muss Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 weitermachen. Eyesore. Das sieht man auch recht selten. Oh, zwei Pilze, zwei Pillen. Ein Tears Up. Hui. Tears Up ist gut. Schauen wir mal, ob wir noch Items aufbauen können. Also nicht aufbauen, sondern, ne? Holen. Essentiell ist, sind so Familiars eine sehr gute Idee für Charakter, nicht für Charakter, für Bosse wie Harsh, weil. Lass mich mal kurz sortieren. Weil Harsh kann scale mit meinem Damage mit, nicht mit dem Damage, wie viel ich, wie viele Gegner ich, nicht Gegner, wie viele Familiars ich habe oder welche. Was sehr kräftig klingt auf, in meinen Augen. Gegen Harsh hatte ich früher so viele Probleme. Aber irgendwie nicht mehr. Lipstick. Nimm mit. Holy Shot oder Higher Soul Heart Chance. Ich nehme den Holy Shot. Bombe? Nein. Schade. Gehen wir zurück und hoffen, dass wir nochmal zurück in den Angel Deal können. Passiert manchmal. Kinder meine Großcousine könnten auch hörbar sein, also ich kann da nicht viel machen. Weil es ist 22 Uhr, ich glaube nicht, dass die noch lange draußen bleiben werden. Ich glaube, die müssen auch gleich wieder reingehen oder so. Wie gesagt, es ist 22 Uhr und die sind 4, 5 oder 6, ich weiß es nicht. Naja. Ich mag Mars. Nein, meine Items.
Nein, das Freezer Baby. Was hab ich denn noch? Was hab ich da noch für ein Item? Okay, ich verstehe schon gar keins mehr. Ich glaube, ein Leben habe ich auch nicht mehr. Mir jetzt ehrlich Gedanken machen, wie ich mit dem Run weiter verfahre. Ich werde auf jeden Fall noch eine Aufladung versuchen zusammenzukriegen, bevor ich in die nächste Ebene gehe, indem ich hier die Räume mache. Wenn der folgende Raum nicht gerade leer ist, müsste es auch noch was werden. Nein. Und er ist leer. Wie fahre ich denn weiter? Ich weiß es nicht. Ich hätte den Hut mitnehmen sollen. Naja. Gehen wir weiter. Verdammt. Ich hätte wissen können, ob ich den Goldraum skippen will. Schoolbag. Was passiert, wenn ich jetzt ein extra Item bekomme und dann den Schoolbag verliere? Verliere ich den dann einfach, das Item dann einfach, oder bugge ich dann? Oh, Scorpio ist weg. Oh, ich bin weg. Nächster Versuch. Acid Baby und Bob's Brain. Ich werde nicht den Erfolg des Runs auf den beiden Items hier skalieren. Ich werde jedoch auch nicht hier die Items verurteilen, wenn. Ne? Weil dafür ist Tainted Bethany einfach viel zu itemmäßig unterwegs. Ja. Sie hat viel zu viele Möglichkeiten für gute Items. Um einfach zu sagen, ja, nee, das Item will ich nicht. Zum Beispiel haben wir jetzt schon einen von 3 Guppy-Items. Ich wüsste nur gerne, ob man durch sowas Guppy werden kann oder so. Oh. Interessant. Gehen wir erstmal rein. Und dann gehen wir weiter. Hm. 2% Chance, ein Item zu droppen, wenn ich getroffen werde. Das klingt nach einer guten Sache. Krieg ich noch eine Aufladung voll? Also, dass ich nicht das Herz dann nehme. Es ist einfach zu gut. Komm her. The World. Ja, ich krieg noch einen voll. Weil dann kann ich das. Was immer das für ein Item war, ist es weg. Spider Love. Kann ich nämlich die Herzen für Guppy benutzen. Ich muss noch zurück zu deinen Kiste. Da. Abortion Papers. Das ist sehr gut tatsächlich. Funktioniert das schon? Nein. Dann ab der nächsten Ebene. Denn jetzt können wir sowas wie Brother Bobby nicht verkaufen, generell kaufen. Ich wusste gar nicht, dass das sowas miteinander scalen kann. Naja, egal. Gehen wir weiter.
Links. Ich weiß nicht mal, was das ist. Was zum Teufel habe ich da? Keine Ahnung, aber jetzt ist Tough Love dabei. Das könnte funktionieren. Es hat nur semi funktioniert. Das ist gut genug. Ich wüsste aber gern, was das andere Item war. Da ist. Hey, gute Nachrichten, ich habe den Goldraum gefunden. Wenn ich übrigens Rebirth und so aufnehme, dann wird es keinen Run-Restarting geben, weil in Rebirth hast du eigentlich immer einen guten Run gehabt damals. Ja, damals war alles besser. Zumindest was Runs angeht. Damals war jeder Run besser. Polydactyly. Ich glaube nicht, dass der funktioniert. Irgendwie. Naja. Megabeam ist ein Nein. Verdammt. Okay, das war kein Sieg auf ganzer Linie. Das war ein Verlust auf ganzer Linie, ja. Übrigens, ich überlege da das Let's Play von Bendy abzubrechen, weil Bendy ist irgendwie mega tedious zu spielen. Ich habe jetzt dreimal versucht wieder anzufangen, aber ich habe sofort mitten im ersten Kapitel schon keine Lust mehr gehabt. Ich glaube, das liegt aber hauptsächlich mitunter daran, dass ich echt keine Lust habe, Dinge nochmal zu spielen, die ich schon gespielt habe, für diesen Purpose. Ich hoffe, das Verständnis habt ihr. Vielleicht greife ich das irgendwann nochmal auf. Ich meine, ich habe das jetzt schon zweimal angefangen, warum nicht irgendwann in der Zukunft noch ein drittes Mal, ne? Ja, da kannst du nichts machen. Da kannst du aber was machen. Und ich auch. Ich hätte gerne diese Bananen, danke. Ich hätte jetzt gerne im Shop bitte ein Soul Heart. Das wäre sehr, sehr freundlich. Du bist ein Familiar? What the fuck? Das kann ich nicht nachvollziehen. Aber naja, ist auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es jetzt zum Boss zu finden. Und dann den Devil Deal auszulassen. Weil, damn, ich habe keine Herzen dafür. So. Pavel sagt, ich soll Hallo zu Jeff sagen. Wer ist denn Jeff? Oh, ein Ballon mit einem Smiley Face. Hi Jeff. So. Jetzt wird aber weiter Isaac gespielt. Denn wir haben einen Boss zu töten. Ich
Ich glaube, Larry ist sogar einfacher zu töten als der Wurmwichser da. Wurmwichser, was ist das denn für ein Wort, was mir da eingefallen ist? Okay, irgendwas ist gerade abhanden gegangen und das ist nicht gut. Vielleicht kriege ich Perwoll noch dazu, bei der anderen Isaac-Aufnahme mitzumachen, damit er sieht, wie Isaac sich entwickelt hat. Aber ich kann nicht zersprechen. Also werde ich es ja auch nicht so tun. Naja, nächste Ebene. Wie weit sind wir mit der Aufnahmezeit? Oh, 25 Minuten. Ja, ja. Mom's Heels. Ich mag Tainted Bethany. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich die Titel mache. Aber ich mag Tainted Bethany mehr, weil irgendwie, ich glaube, die letzte Folge von Isaac habe ich mag Bethany genannt, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Dann so als Follow-up irgendwie. Leo. Wer ist denn Leo? Planetarium-Bossraum-Ding. Ich wünschte, es wäre nicht so nervig, gegen die Skelette zu kämpfen. Das ist eine Herzabpille. Pluto. Klein. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber ich habe das Gefühl, es wird Neptun sein. Er guckt auf jeden Fall so blöd, als könnte es sein. Ich dachte gerade für eine Sekunde, mein Bruder würde hier sitzen und Bloons spielen. Lasst mich euch eine Sache sagen. Das tut er nicht. Das tut er ganz bestimmt nicht. Der ist nicht erlaubt in meinem Zimmer, wenn ich aufnehme. Sowieso ziemlich jeder andere hier. Meine Aufnahmen behalte ich gerne für mich. Sagt der so hochlädt. Aber naja. Ich hoffe, es wirkt zumindest nachvollziehbar. Wenn meine Familie nicht unbedingt damit reinziehen will. Ich meine, ist keine schlechte Sache, YouTube zu machen. Ist auch keine Sache, für die man sich schämen sollte oder so. Ist halt einfach nur für den Fall, dass irgendwann mal irgendwas aufkommt. Ich meine, ich werde kein Drachenlord oder so, aber es kann immer die komischen Hater geben und so. So jetzt die aus welchen Gründen noch immer straftätig werden und so. Dann gibt's, ich rechne nicht damit, wirklich groß famous zu werden oder so, aber wenn ich es werde, dann gibt's immer noch die Leute, die das Ganze zu weit nehmen und dann bei mir vor der Haustür auftauchen und so und, ne? Deshalb würde ich nur ungern sie damit reinziehen und so. The Tower, was mache ich mit Tower? Achso. Gerade fragen, wo müssen hier die Tür zu? So. Wir brauchen das Birthright im Shop. Ich wüsste nur gerne, was Birthright macht. Mit ihr. Aber es ist Birthright, also kann es eigentlich nur was Gutes sein.
Das Freezer-Baby, aber diesmal ernsthaft. Ha. Komm mit, mein Freund. Wir werden ein Abenteuer erleben. Ich habe ein Taintable Item, was? Welches Item von mir ist Taintable? What the fuck? Naja, werde ich ja sehen. Ah, no options. Instead of receiving items, also. Das sind meine Haupt-Stat-Boost-Möglichkeiten, aber Damage-Up ist auch gut. Ist halt Damage. Damage ist immer gut. Sonst für so ein Wannabe-Powerhouse wie mich. Damit meine ich, dass ich einfach nur sehr gerne in eine Glaskanon bin. Little Baggy. Ich frage mich, ob man mit dem das Buch, man damit auch Items spawnen kann, die aus Mods sind. Oder nicht freigeschaltete Items. Aber ich glaube, nicht freigeschaltete Items auf jeden Fall nicht, weil dann würde es ja wenig Sinn machen, die nicht freigeschaltet zu haben, ne? Das nehme ich sehr gerne mit. Dich auch. Dich auch. Dich auch. Dich auch. Und dich auch. Denn jetzt kann ich den Jungen dahin sprengen. Die Banane mitnehmen und in den Secret Room. Weil das inconvenient ist, mache ich hier einen auf. Nicht inconvenient, weil das gerade sehr convenient ist, mache ich das. Dann suchen wir den Bossraum. Actually, ich würde recht gerne den Little Baggy verlieren. Pillen sind nicht gerade das Beste, was man haben will. Ja. Habe ich? Nein, habe ich nicht. Dann nehme ich das gleich kurz zum Boss mit. Noch kleiner. Dann bin ich. Ich hoffe, dass Lim Megaton mit aufchargen kann. Nein. Es ist nur Guppy's Head. Oha, kam der gerade angeschossen. Ich werde mich auf jeden Fall langsam in Nintendo rein versuchen. Ich fange mit Pokémon Xenoverse an und dann. Da stimmt der Damage ab. Und dann, sobald ich bei. Da durch bin, gucke ich, ob ich ein Spiel direkt von Nintendo anfangen. Ich meine, ich zweifle insgesamt daran, dass das was wird, weil wir reden über Nintendo. Aber man kann es mal versuchen. Copyright Strikes sind zwar leicht, nicht leicht auszubaden, aber ja, man kann es ja mal versuchen. Diesen Raum will ich nicht mehr betreten. Blark. Lieber Little Brimstone. Guter Little Brimstone. Ich mag Little Brimstone. Ich habe euch von iRule. Das muss ich auch aufnehmen. Ich habe euch von iRule erzählt, ne? Dieses Plants vs. Zombies Isaac Spiel. Das. Ich will wissen, wie sie da den kleinen Brimstone ausgebildet haben. Ja, schon wieder das Item, was ich nicht loswerden will. Jetzt.
Karten sind nämlich eigentlich sehr gut. Und der Rest, der spawnen kann. Butterfly. Nicht schlecht. Ich muss zwischendurch, wenn ich Damage nehme, mal runtergehen. Aus dem Grund, dass... Bin ich eigentlich klein genug? Nein. Wenn man klein genug ist und genug schnell ist, dann kann man durch an Löchern vorbeilaufen. Also zwischen zwei Löchern wie dem. Weil da ist eine kleine Hitbox zwischen, bei der man gehen kann. Nur ist sie halt wirklich, wirklich klein. Also wirklich. Belzebub. Du. Weg mit dir. Und du, weil Bomben sind die gut. Ich wüsste jetzt gerne, wie viel Leben ich habe. Nicht genug, um da reinzukommen. Ja. Zu viele, um da ranzukommen. So, was hast du mir zu bieten? Eine Bombe und einen Schlüssel. Dann suchen wir uns jetzt mit der Bombe und dem Schlüssel den Goldraum. Und ich glaube, ich weiß, wo er ist. Ich meine, wirklich viele Möglichkeiten gibt es an dem Punkt nicht mehr. Yo, listen, zeig her, was hast du gefunden? Ist es der Secret Room? Es ist der Secret Room. Ist das Zeug, das ich eigentlich nicht unbedingt brauche? Vielleicht, ich kann das ehrlich gesagt nicht beurteilen. Zeig her, was gibt's? Dich brauche ich so. Brauche ich auch. Bist du? Paralyse, klar. Und Temperance. Ich kann nicht springen. Das ist sehr viel Banane. Zur Info, weil ich tatsächlich darauf angesprochen wurde, es ist Donkey Kong und nicht Minions. Ja, ich wurde von einem Kind drauf angesprochen. Ja, es ist das Kind hier im Haus. Little Spear, klar. Noch nur one makes you small pillar. Also so langsam, da habe ich leicht Schiss vor, davor, wie klein ich bin. Ich meine, man kann sich sehr schnell verlieren, wenn man klein ist. Habe ich zum Beispiel schon wieder getan. Man könnte meinen, dass dann die Wisps ein guter Indikator sind, aber ehrlich gesagt, ich glaube irgendwie nicht. Ich meine, ich merke nichts davon. Das kann aber dann an dem Punkt auch an mir liegen. Jedoch werde ich nicht so tun, als hätte ich ja so Super Secret Room mit einem goldenen Schlüssel für mich. Ciao. Damage up. Blood Clot. Damage und Range up.
Hier müsste es nichts mehr zu tun geben. Gehen wir weiter. Drei Herzen habe ich noch. So hart. So, jetzt müssen wir hoffen, dass wir auch einen Angel Deal kriegen, weil so langsam wird es nämlich schlecht an der Itemfront. Und so ein geiles Sacred Heart kann ja auch mal wieder. Kann man ja auch mal wieder mitnehmen, ne? Ich will da rein. Schalten wir The Lost frei. Aua. 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 So, wir haben The Lost freigeschalten. Und jetzt sind wir The Lost. So, jetzt ist die Hauptaufgabe, nicht zu sterben. Ja, an dem Punkt ist es eigentlich auch egal, welche Deals wir mitnehmen, solange wir überleben. Das kann gut sein. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung von der The Lost Meta. Das heißt, es kann auch sein, dass ich absolut verkacken werde, allein aus dem Grund, dass es The Lost ist. Naja, aber ich glaube, ich werde eher daran verkacken, dass ich keine Ahnung habe, wie, wo ich bin. Skelett. Allein die Möglichkeit, dass da ein Skelett rausgekommen ist, hat mich sehr verängstigt. Naja, ich muss mich nachher bei Pavol ausangeben. Ist das ein Wort? Ich muss mich nachher bei Pavol angeben. Dass ich The Lost freigeschalten habe. Hast du noch mal? Ah, klar. Paralyse gleich mal mitnehmen. Aber ne, die Bombe muss mit. Ich hoffe, ich finde den Holy Mantle, dann kann ich auch echt einen The Lost Run versuchen. Kleiner Fun Fact über Trollbomben. Im ersten Isaac, das was ich nachher spielen will für ein Video für morgen, zumindest für euch für heute, ja. Damals konntest du, wenn du eine Bombe aufgehoben hast, random überrascht werden und dann wurde es halt einfach zu einer Trollbombe. Ich hoffe, das passiert dann im Video. Das würde ich sehr gerne mal zeigen. Jetzt noch überleben. Oh, Angel, komm schon. Naja, ein Damage-Up ist auch nicht schlecht. Boss Challenge Room. Tears-Up. Es ist ein Tears-Up. Tears-Ups sind gut. Nein.
glaube aber, dass der Fakt, dass ich Quints habe, ist eine sehr, sehr große Hilfe bei der ganzen Sache. Da bin ich. Verdammt. Naja, muss ich hoffen, dass ich noch eine Bombe kriege auf der Ebene. Ich weiß auch nicht, warum ich so leise bin auf einmal. Aber ich tue einfach mal so, als wäre das nicht gewollt. Oder als wäre es gewollt. Lässt sich einfach mit umgehen, versteht ihr? Ach, das sollte so. Das war's für das mit dem Video für heute. Liken, kommentieren, abonnieren und Glocke bimmeln. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.